Welche Musik hörst du? Gemischt, R&B, Rap, Hip-Hop, das sind eher die Richtungen, die ich mag. Ab und zu auch mal ein Schlager, wenn es passt, je nach Stimmung. Man sagt, heute haben eine Macke. Welche hast du? Gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Verrücktheit auf dem Platz, kein Tor zu kriegen und neben dem Platz auch die eine Situation, wo man denkt, okay, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Gibt es eine Parade oder ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Pokal gegen Timo Werner gegen RB Leipzig im VfL Osnabrück. Warum? 1 gegen 1, halte ich, glaube ich, gut. Dein linker Arm ist tätowiert. Welche Bedeutung hat das Tattoo? Es sind mehrere kleine Tattoos, hauptsächlich Familie. Wie war es, zweimal für Deutschlands U21 aufzulaufen? Schön. Ich durfte ja vorher schon ein, zwei Mal für die, ich glaube, U18, U19 auflaufen und dann für U21 nochmal. Ist noch relativ nah an der A-Nationalmannschaft, also war es schon ein sehr schönes Gefühl.